Wenn, dann will ich Geld. Naja. Nummer 2. Der mit seinem schwulen Mercedes kann sich sonst irgendwo vorhin pissen. Ja, ja, Stärke, Sprintrennen, Lebenslauf. Wenn Razer nicht wäre, würde Turo vermutlich immer noch von der Blacklist stürmen. Was? Okay. Razer meint, er hätte ihn im Griff. Dabei ist die Lackierung noch ein einziges Spiel, was serienmäßige an Turos Wagen. Er hasst Kratzer an seiner Kiste. Also verpass ihm einen kleinen Schubser, wenn du kannst. Naja, machen wir ihn halt noch einen Kratzer rein. Mia, Schneckchen. Du hast die Top 3 geknackt. Und das, obwohl du nichts hattest, als du aus dem Knast gekommen bist. Nicht übel. Noch ein Blacklist-Fahrer und Razer gehört uns. Ja, aber auf den flotten 3 habe ich jetzt keinen Bock. Naja. Man sieht sich. Ich würde mal sagen, erstmal speichern. Speicher, die Speicherung. Gespeichert. Wagenauswahl. Wo ist bitte Aston Martin? Okay, der ist ganz schön lang. Dann werde ich mit der Dodge mal eben Kopfgeld machen, denn... Was, wir haben schon? Geile Scheiße. Okay, aber wir brauchen Meilensteine und deswegen nehme ich trotzdem gleich... Ja. Die Dodge, ja. Weil wir da schon mal Stufe 5 sind. Und da geht das, glaube ich, dann ein bisschen besser. Und vielleicht kommen wir sogar noch schneller, näher an die 10 Millionen ran. Das ist nämlich dann die nächste Hürde. Okay. Ja, bin auf Standby. Verdächtiger fährt eine grüne Viper. Verstößt ganz klar gegen das Tempo. Oh, tut mir leid. Achtung, wir gehen jetzt auf Alarmstufe 5. Warte bis jetzt. Einheit ausgefallen. Voll Idioten. Ich verliere ihn. Ich kann nicht mithalten. Ach komm. Sichtkontakt verloren. Versuche ihn wieder einzuhöhlen. Oh. Ja, jetzt wieder in Sicht. Beim Rückwärtsfahren erwuschen. Wie geil. Schade. Nur der ausgefallene Einsatzwagen. Zentrale, brauche hier ein paar LKW. Schickt uns ein paar Rhinos als Verstärkung. Jawohl, verstanden, Charlie Pro. Oh, die sind okay, aber schnell. Unterwegs, wird in ein paar Minuten vor uns sein. Ein paar Minuten? Die waren sie jetzt schon da. Ey, was ist denn jetzt da los? Fahrzeugkontakte? Nee. Kommen wir den Sachschaden, Zeit, Straßensperren und Nagelbänder. Okay. Oh, was war denn das jetzt gerade? Ja, spinn ich! Habt ihr das gesehen? Alter, wie geil! Straßenschwelle, eindeutig. Kieselstein, irgend sowas. Fuck. 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 Gut, nix. Was? Nochmal. Code 4, wir haben ihn. Schlepper ist auf dem Weg. 1,55. Okay. Ja, ja, ist schon gut. Ja, so sehe ich aus. Nix gibt's. Geladen wird, ja. Ein Hodenladner.
Zack, und schon sind wir wieder frisch. Probieren wir es halt nochmal. Und wenn du es dieses Mal wieder nicht schaffst, dann machen wir es halt nochmal und nochmal und nochmal. Zentrale, Zulu 2. Unser Einsatzwagen ist gerammt worden. Verdächtiger noch in Sicht, nimm 1087 auf. Ich höre dich. War eh schon mit Standgas. Mann, ist der schnell. Könnt ihr mal sehen. Hat das gleiche Auto wie ihr. Ich glaube ein bisschen bessere Ausrüstung. Bin direkt hinter dir. 1023. Werde ihn überholen und mit 1075 blockieren. Warte, meine Rede. Gut, legen wir los. Zentrale, schickt alles, was ihr habt. Der Kerl geht uns langsam auf die Nerven. Tschüss. Fahrzeug fährt durch die Straße. Und tschüss. Ist irgendwas zwischen. Haltet euch vor der Straßensperre rechts. Links liegen 1067er. Rechts? Also seid doch hier. Der Verdächtige muss gewusst haben, wo die Nagelbänder liegen. Er ist voll vorbei. Tja. Dem Horten hab ich. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Ah, schade. Haltet euch bereit, den Kerl zu stellen. Alle Einheiten zurückziehen, entspannt euch. Wir versuchen was Neues. Mach das. Wir sind immer noch auf Code 3, lasst den Fisch. Wow. Ach, da ist der Bursche. Ich schwimme uns hinter ihm. Zulu 8. Bin hinter dir, weiter los. Whatever you want. Er ist ohne Probleme da durchgebrochen. Er ist durch. Code 6 wird nicht langsamer. Ich dränge ihn von der Straße. Jawohl. Verteilt euch, wir nehmen uns jetzt vor. So, erster Mann schon ist erreicht. Einfach durchbrochen. Okay, setzt euch vor ihn und blockiert ihn. Alle Einheiten, lasst ihn nicht vorbei. Die rammt sich eh schon wieder selber mir. Zentrale 1033. Ich komm nicht gescheit zum Zug. Dieser Typ hält einfach nicht an. Versuchen ihn auszubremsen. Will ich sehen, wie du da durchfliegst. Bei Battlefield geht das vielleicht, und dann komme ich einmal mit dem Panzer und dann macht's Buff. Er vergrößert Abstand. Versuche dran zu bleiben. Sorry. Der Verdächtige hat sich seinen Weg durch die Straßensperre gebahnt. Charlie 15. Wir haben eine Straßensperre errichtet. Weitere Infos auf eurem Bildschirm. 7 von 12. Oh oh. Der Verdächtige hat sich seinen Weg durch die Straßensperre gebahnt. Nein. Wir holen ihn uns. Es ist ziemlich böse. Wir hängen uns hinter ihm. Das ist böse, Mann. Ich habe eine böse Anlage. Machen weiter. Von welcher Marke ist die? Von böse. Ja, das sind so Wortwitze. Momentan läuft's ganz gut. Sichtkontakt verloren. Stand by. Einen Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Und ich hoffe, wir können genauso gut weitermachen, wie wir aufgehört haben. Er ignoriert meine Zeichen. Gehe auf 1039, mal sehen, ob er dann stoppt. Nee, glaube ich nicht. Verfolgeeinheiten. Drängt ihn, wenn es geht, nach links. Wir haben ein paar Nadeln ausgelegt. Okay. Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen. Los, Zugriff! Zu spät. Ich kriege ihn nicht, der Gast mit allen Tricks. Hm, weil ich alle Tricks kenne, die ihr habt. Festnahme negativ, er fährt noch. 1033, schickt sofort Einheiten hierher. Ich bin abgebogen falsch. Bleib dran, mehrere Akten. Der Fahrer ist direkt durch die Sperre geknallt. Fuck. Noch 12 Sekunden. Code 6 ist außer Sichtweite. Versuch nein, nur noch 7, nur noch 6, nur noch 5, nur noch 3, 2, 4, 3, 2, 1, go. Sichtkontakt. Geh auf Code 3. Sehr schön. Dürft man so einen Scheiß noch voll bekommen. Wenn sich die Chance bietet, mache ich ein Blutmanöver. Was macht da ein Piepmanöver? Alle Verfolger. Achtung, auf der linken...
Dankeschön. Die Straßensperre hat nichts gebracht. Verdächtiger ist weiter auf der Flucht. Bravo zur 8 an alle Verfolger. Wir haben die Strecke vor euch abgesperrt. Mhm. Achtet auf euer Tempo. Sind immer noch Code 3. Oh, mal wieder eine normale Straßensperre. Auch nett. Jawohl, und da haben wir alle Straßensperren. Ja, das bekommen wir auch noch voll. Was ist das andere? Wir haben ihn. Nähern uns von hinten. Achso, das ist Zeit. Mich würde mal interessieren, wie viel Zeit. Jetzt wäre es gerade da gewesen. Aber leider bin ich hier Fahrer und ich muss mich konzentrieren. Der Fahrer ist ohne Probleme durch die Sperre gefahren. Puh. An alle Verfolgereinheiten. Wir Zeit, haben die Straße bitte. Gesperrt. Treibt ihn ruhig in unsere Richtung. Verdächtige Fahrzeug gesichtet. Ich bin kurz. Wir zeigen die Zeit einfach nicht an. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. 5 Minuten, 7 von 9 Minuten, okay. 9 Minuten, ja, das könnten wir auch hinbekommen. Schönes Ding. Mal wieder einbremst. Zentrale, brauchen wir Verstärkung. Der Typ macht ganz schön Ärger. Und tschüss. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Erinnere mich ihm. 10:41, ich dränge ihn ab. Und Ruby kommt wieder. Schönes Ding. Gibt auch wieder ein bisschen. Oh ja, schade. Wäre ich beinahe reingefahren. Zentrale! Der Verdächtige versucht, mich von der Straße zu drängen. Und tschüss. Woo, 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 woo. Zum Angriff! Ich ramme ihn! Tu das! Er blockiert mich, ich komme nicht vorbei! Er ist durch die Straßensperre gerannt! Ich glaube, wir können ihn jetzt stoppen. Wir landen vor ihm und blockieren die Straße. Genau, das will ich sehen. Zurückziehen und sein Beige. Vor allem auf dieser Straße, wo ich immer im Kreis fahre. Auf dem Highway geht das vielleicht auch nicht hier. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre! Hier ist Bravo 28. Wir haben die Straße vor dem Verdächtigen abgesperrt. Wenn ich ihn überholen kann, blockiere ich ihn. Melde mich dann. Ach ja, ist das ein schönes Team. Ich sehe ihn! Ich hänge mich dran! Gehen wir es mal so. Die Nagelbänder haben nichts gebracht. Der Kerl ist einfach... Fuck, nur noch eine Minute, dann kommt schon wieder Verstärkung. Zentrale, fordere weitere Straßensperren an. Wir müssen ihn einkesseln. Ich bin ganz alleine. Das ist gar nicht gut. Bravo 28, ich bin in einer Minute da. 3 Delta 10. Okay, ich bin dabei. An alle Einheiten, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Norden, auf dem Campus Circle. Hm. Absperrung erfolgt um das Zielgebiet. Einsatzkoordination erfolgt über TAC-2. Ich trau mich da nicht aus, solange der Zentrale, hier ist 3 Delta 10, fordere 1085 an. Ich bin ganz allein in diesem Sektor. Komm schon, Hubschrauber, flieg ab. Wir haben hier eventuell einen Treffer, Standby Zentrale. Ich checke sein Kennzeichen. An alle Einheiten, der Verdächtige ist noch auf freiem Fuß. Ich weiß leider nicht, wie ich da jetzt rauskommen soll. Und dass ich wieder von dem Schwanz da entdeckt werden soll. Also driften kann man mit dem Auto ziemlich geil. Mann, das dauert ja echt ewig. Du.